Schatz, ich bin mal kurz auf YouTube, Video machen. Controller, Basisstationen, Webcam und 3, 2, 1, los! Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität. Heute habe ich nochmal ein Koop-Multiplayer-Spiel für euch, ein richtiger Leckerbissen, und zwar Eternity Warriors We Are Arcade. Und das ganze Spiel habe ich mit Crazy Mausi gespielt, war richtig cool. Jetzt gucken wir uns aber zuerst den Checkup an. So Leute, ihr bekommt hier optisch ein absolut geiles Spiel geboten und das Ganze für, was haben wir, 15 Euro. Das gibt's für die HTC Vive und die Oculus, und ja, ab Dezember werden ja diese ganzen Spiele auch für Mixed Reality von Microsoft zur Verfügung stehen, und da wird dann demnächst wahrscheinlich auch noch so ein kleines Zeichen dazu kommen. Roomscale wird komplett unterstützt, von dem her technisch eigentlich eine richtig gute Sache. So, was ist es? Das ist ein, wie es hier schon steht, das ist ein Arcade-Shooter. Das ist ein Punktesammler, aber ein richtig guter. Und da sind richtig geile Gegner drin. Im Koop-Modus habe ich das ja heute gespielt mit Crazy Mausi. Ihr steht mehr oder weniger, je nach Szenerie, steht ihr nebeneinander und kämpft gegen Horden von, ach, was da alles war, das ist hässliche Zombie-Viecher, Drachen, Riesenmonster, irgendwelche Frauen mit Superkräften. Also die Gegnerzahl, die ist nicht gerade klein. Und die stürmen auf euch zu. Jeder hat so seine eigenen Charaktereigenschaften und ihr habt eine gewisse Waffenauswahl. Die legt ihr am Anfang fest. Das kann eine Bogenschütze sein, das können Pistolen sein, das kann ein Schwert sein. Und jede Waffe hat auch noch, also vielmehr die primäre jeweils, hat dann auch noch Sonderfunktionen. Das heißt, wenn ihr eine Pistole habt und ihr bleibt lange am Abzug, dann lädt die sich auf und nachher könnt ihr wie ein Maschinengewehr da durchrattern. Und die Gegner, die werden schon ziemlich zerstückelt. Und selbst wenn die schon zersplattert in der Luft rumfliegen, ihr könnt noch draufhalten und noch ein bisschen länger drauf und dann fliegen die noch weiter. Ihr habt ein Schild, was ihr aktivieren könnt. Damit werden die Schüsse eurer Gegner reflektiert und der Gegner kriegt seinen eigenen Schuss ab. Und das macht richtig Fun, das Spiel. Und vor allem zu zweit. Alleine ein Arcade-Shooter, da bin ich durch, muss ich ehrlich sagen, habe ich zu Genüge gesehen, obwohl dieser hier optisch sehr, sehr, sehr schön aussieht. Aber im Koop-Modus, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Guckt euch das Gameplay mal an. Herzlich willkommen im Gameplay, und ich habe Mausi, Crazy Mausi in der Leitung. Moin Moin, hallo zusammen. Hallo Mausi, das ist für uns beide ein absolutes First Play gerade. Richtig. Aber das sieht schon geil aus. Ich habe keine Ahnung von nix, aber geil sieht's aus. Richtig geil. Was sind das für Figuren? Sind das irgendwelche Errungenschaften, die man sich da... Keine Ahnung, kann ich die nehmen? Das sieht aber richtig geil aus, wenn man sich das mal da so anguckt. Doch, die kann man nehmen. Ja, ja. Guck cool. Mal, unten drunter, die haben sogar Samt unten drunter. Ich schätze mal Challenge, oder? Challenge, das klingt so nach Wellen. Ach ja, guck mal, Challenge, da haben wir auch zwei Joystick, hä? Richtig. Also, Challenge. Multiplayer Support, ja klar. In order to succeed, you must learn to work together. Nice. Okay, also ich kreiere mal einen Raum. Choose two sets of weapons. Was haben wir da? Public, Friend, Classical. Also als erstes setze ich mal hier auf Friend. Kann ich nicht. Warum auch immer. Vielleicht muss ich hier vorne anfangen. Evil Crane. Ach du Kack, jetzt kann ich hier so ein bisschen die Waffen auswählen. Schwert und Pistole oder Schwert und Pfeil und Bogen? Pistole bitte. Pistole, ja, bin ich auch dabei. Jawohl. Confirm. Was habe ich als nächstes? Press the grip button at the same time. Da kriege ich jetzt ein Tutorial. Okay, das interessiert mich jetzt nicht. Confirm. Jetzt Friend. Das ist
sehr einfach bis jetzt. Okay. Normal, was haben wir denn hier? Level Type. Rookie, Normal oder die Hölle? Dann nehmen wir Rookie. Next. Ja, da kann man noch ein bisschen was machen. Und ich sag jetzt mal Create. Hey, ich habe schon eine Errungenschaft freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Hä? Wow, ich habe ein völlig überdimensionales Schwert und Schild. Okay, ich habe einen Raum gemacht und jetzt müsste ich dich dazu einladen. Interact, Switch Handys, Battle Status, Press Menu, Button to Continue. So, Freund einladen und jetzt lade ich dich mal ein. Das ist sehr einfach hier, direkt im Game integriert. Du solltest jetzt eine Einladung bekommen haben. Ja, habe ich das lädt bei mir. Ich glaube, ich komme zu dir. Your teammate has joined the room. Guck an! Mausi! Ey, was ist los? Alles gut? Klar, ey, funktioniert. Super. Krass. Und wir sehen uns hier auch. Sehr Scheiße, schön. Das ist groß. Also, dann machen wir mal weiter. Das Level hatte ich doch schon. Next. Und Confirm. Und ja, und jetzt bin ich wieder da. Ach so, ja, ich bin ja schön blöd. Mausi, hier steht in der Mitte Start. So ein riesen Button. So groß wie ein Hochhaus. Und ich drück da nicht drauf, ne? Also ich drück mal auf Start. Prepare for battle. Nimm das, nimm das. Oh, was passiert denn jetzt? Das ist blöd, so ein First Play, man hat keine Ahnung. Es wäre ja geil, wenn wir jetzt ein Ingame-Tutorial hätten. Raise your weapons and prepare Fuck, sieht das geil aus. Zieh dir das rein. Runde! Oh, oh. Wie können wir uns jetzt bewegen? Denn? Kann man sich gar nicht bewegen. Scheiße. Bis jetzt machen wir fertig. Oh, scheiße. Ach so, da habe ich nochmal. Du kannst deine Waffe wechseln, ne, Mausi? Du musst die Grip-Buttons drücken. Beide gleichzeitig. Echt? Ja. Krass. Meine Güte, es geht aber da hinten runter. Hast du das gesehen? Hast du nicht gesehen, gesagt, ne? Dass ich Höhenangst habe? Oh, guck mal, was ist denn das? Auf dem linken Trackpad konnte ich ein Schutzschild aktivieren. Fuck. Du aber heftig. Richtig, richtig krass. Oh, da kommt irgendwas. Ich sehe jetzt deinen Lebensbalken. Siehst du meinen auch? Ja. Ich hab den Pfeil in der Nase stecken gehabt. Ja, der hat mich auch voll getroffen. Sag doch, dass was neben mir steht. Also ich komme zu der River. Boah, da muss man richtig alle drauf reinschlagen. Du bist jetzt im Zimmer gelaufen oder was? Sag mal, hast du rausgefunden, wie du den Schild öffnest? Nee. Trackpad links, drück den mal. Jawoll. Oh, was passiert hier? Aber die Grafik ist dermaßen geil. Die ist wirklich wow. Wow! Ich zerschneide euch. Ich hau drauf rein, du. Krass. Ah, hast du nicht gesehen. Die Headshot, ey. Headshot. Oh nein. Guck mal, der kommt gerade auf den Boden. Der schießt ein bisschen in die Luft. Jetzt Headshot. Yeah.
das Gameplay macht richtig Spaß, auch wenn es ein Wave-Shooter ist bis jetzt. Also ich finde jedes Spiel bei den Wave-Shooter dabei, ne? Es ist. Wow. Oh, Hilfe, Hilfe! Was ist hier? Da steckt ein Pfeil in mir drin, verdammt! Du, dein Lebensbalken geht ein bisschen runter. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh nein. Ich nehme mal wieder das Schwert, wenn sie so nah sind. Oh, der da hinten ist ein Pfeil. Oh, stark! Oh. Ja, geht schon. Alter. So. Ja, gar nicht. Das macht schon Boxer zu zweit. Boah, komm, komm. Komm her. Ah, geil. Oh, scheiße, was ist denn das? Was ist denn das? Das? Scheiße. Was ist denn das? Oh nein. Boah, jetzt wird's aber echt schwierig hier. Jetzt kommen sie aber. Jetzt kommen sie aus allen Ecken getroffen, ne? Das ist richtig heftig. Oh, das ist ein Hexe. Oder ne, ein Drache. Was ist das? Das macht richtig Fun. Oh, yeah. Ist eigentlich schon zu Ende. So sieht's aus. Ich wäre gerne wieder ein bisschen bei dir in der Nähe gewesen, ne? Yeah. 2 Sekunden noch. Das geht aber auf die Finger, ne? Also ich nehme inzwischen das Schwert, wenn sie so nah sind. Das funktioniert richtig gut. Oh oh. Ich hab dir den Kopf abgelegt. Hier hab ich die Schulter dran. Wir spielen ja einfach, ne? Aber wie wir das erst, wenn wir das Ganze in der Mitte spielen oder so. Ist das einfach? Das ist einfach, ja. Oh mein Gott. Für mich ist das Hardcore. Das ist Hardcore, ne? Ich brauch mehr Leben. Du bist schon rot. Hau ab! Lädt sich das von alleine wieder auf oder ist man dem jetzt ausgeliefert? Ich glaube, wir sind dem ausgeliefert. Das hilft ja, danke schön. Das hilft. Hinter dir ist ein Drache. Oh, danke. Hey, geschafft. Nein. Geschafft. Hey, neuer Rekord. Für uns oder allgemein? Ist das real? Hey, du bist wieder neben mir. Nein. Das ist schon was für eine Welt leben wir hier eigentlich? Boah, keine Ahnung. Boah, hau ab. Eigentlich bin ich schon besiegt, aber wie nicht. Ich hab schon wieder so eine Fratze im Gesicht hier. Hatte ich auch, ey. Nice.
halt. Stirb! Jawohl. Den haben wir erledigt. Oh, ey, da ist noch einer. Nee, noch einer. Oh, krass. Oh, ich sehe Roten hier drin. Oh, guck mal, eine Pussy. Müssen die erschießen? Die lacht uns aus, weißt du das? Ja, geht tot, geht tot. Aber nicht mit uns. Oh nein, oh nein. Die Meteoriten kommen wieder. Oh, jetzt kommt der Fiesling. Jetzt kommt der Fette. Aber die fliegen alle in deine Richtung, oder? Ja, kommt ja auch aus meiner Richtung hier, der gute Herr. So, ich warte noch mit dem Schild. Jetzt! Voll alles drauf, was wir haben. Das ist cool, wenn dein Schild weg ist, dann nimm mal meins. Ja, deins, mein Schild ist deins und umgekehrt, ne? Ich stehe aber schon ziemlich an der Wand hier, dass das Tracking überhaupt noch funktioniert. Ich hab keine Ahnung, wie ich... Oh. Komm, Schild zurück, dann bist du hinterm Schild. Kommen sie auch noch von hinten. Oh, wo bist denn du so klein geworden? Ich hab die Höhe jetzt nicht. Das ist auch klein. Boah, kann ich mehr. Wir fallen die Finger gleich ab. Ich bin immer schwert. Boah, was ist denn? Hau ab. Ich geh mal weg hier. So, sag mal, was will der von mir? Ich hab keine Ahnung. Was ist los hier? Ah, er ist auf dem Rücken verletzlich. Guck mal, der hat da so Tattoos auf dem Rücken. Ja? Oh nein! Was hat der denn in der Hand für dich? Oh, Junge, echt. Echt. Krass. Marco, give me five. Also hör, für die Aufnahme reicht das erstmal. Komm, wir gehen mal in die Lobby zurück. Mann, wie kommt man denn in die Lobby? Heftig. Krass. Hey, aber das ist ja mal eine geile Grafik, oder? Hattest du schon mal Muskelkater im Finger? Ja, Sehenscheidenentzündung hatte ich. Wo bist du? Ich gerade, glaube ich. Ach so, du bist gar nicht mehr da. Warte mal, ich hol dich mal wieder zurück. Wo bin ich denn? Ich habe dich irgendwie rausgeschmissen und jetzt muss ich dich wieder reinholen. Und Garde. Marco. Mausi. Crazy Mausi. Ja, Mann, crazy Mausi. Dein Feedback zum Spiel. Sollen sich das die Leute kaufen? Gehört es in eine Ecke geschmissen? Das ist richtig geil, das Spiel. Die Grafik ist Bombe, die Gegner sind Bombe, das Gameplay ist Bombe und alles Hammer. Ja. Richtig geil. Die Frage ist, wie viele Leute könnten jetzt hier im Koop-Modus mitspielen? Das sehe ich hier nirgends. Aber ich glaube, das ist nur für zwei, weil wir sind im Team. Das heißt, ich kann momentan gar keinen anderen mehr einladen. Selbst wenn ich auf Public gehe, das kann man zu zweit spielen, das Spiel. So sieht's aus. Ja, zu zweit. Das wäre cool, wenn man das zu 8 oder zu 10 spielen könnte, ey.
hat man zumindest eine Chance. Schlacht gegen Mittelerde. Sag mal, warum habe ich keine Waffen und du hast sie? Ja, Leute, ich ziehe jetzt mal die Brille kurz ab. Dann höre ich den Mausi nicht mehr. Aber klar, ist eigentlich wieder ein Wave-Shooter, aber verdammt nochmal, das ist geil. Das ist einfach ein sehr spaßiges Gameplay. Man stirbt nicht gerade sofort. Die Gegner sind unheimlich abwechslungsreich bis jetzt. Hat richtig Spaß gemacht. Und der Koop-Modus, der hat auch richtig Spaß gemacht. Und optisch, gar keine Frage, das Game sieht Hammer aus. Also selten sowas Geiles in der VR gesehen. Zwei Daumen hoch, vor allem endlich mal Koop-Modus und Wave-Shooter miteinander vereint und hey, ihr könnt mit den Waffen sogar strategisch umgehen. Was will man mehr für eine lustige Runde am Nachmittag? Und somit verbleibe ich, spielt was Schönes, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.